Moin meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Empire Total War mit mir zusammen, dem Malte, mit dem Kaiserreich Österreich. Und nachdem wir letztens mal den Frieden geschlossen haben mit den Osmanen und da seit längerem jetzt auch Ruhe haben, haben wir tatsächlich es geschafft, in der letzten Ausgabe auch, soweit ich das jetzt beurteilen kann, die Spanier aus dem Weg zu räumen. Ja, tatsächlich haben sie jetzt auf ihre Ansprüche verzichtet hinsichtlich unserer Krone, unserer Kaiserkrone. Und sind sich jetzt darauf bedacht, tatsächlich also aus diesem Krieg rauszuhalten. Sind auch relativ glimpflich davongekommen, muss man sagen. Sie haben jetzt nur die Lombardei verloren an uns, aber wir waren auch halt lange Zeit an anderen Stellen hier beschäftigt. Und ja, für uns ist der Krieg aber auch sehr probat gelaufen. Das war okay, sehr praktikabel gewesen, weil wir halt Venedig aus dem Weg geräumt haben und jetzt halt wieder Mailand noch dazu bekommen haben. Zudem sind wir jetzt in der letzten Folge auch noch gegen Rom marschiert, konnten das dann eben im Handstreich nehmen und sind jetzt also kurz vor den Toren auch schon Genuas und dann würde ich sagen, wenn wir das dann tatsächlich auch noch erobert haben, dann wäre ein Frieden gegen Frankreich doch mittlerweile durchaus mir recht. So, nächste Runde machen 10.000 Taler, die hätte ich jetzt gern eingestrichen, weiter geht's. So, gucken, was die Franzosen jetzt so machen, aber ich glaube, viele Optionen haben die nicht. Wir haben mittlerweile aber auch schon einen relativ guten Teil der Armee von dem vernichtet, derweil sie jetzt tatsächlich die gesamte niederländische Flotte zum Sinken bringen, auch nicht so schön. Ja, die Franzosen sollen jetzt mal schön gucken, wo das bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir haben den Papst befreit. Von daher ist das schon okay. Achmed der Dritte kommt jetzt hier auch wieder mit seinen ganz tollen Ideen. Er möchte Ostpreußen gegen Palästina tauschen und uns dafür Fortschritte in Marineinfrastruktur anbieten. Ich glaube, mein Lieber, das macht nicht so den Sinn. Aber wir können mal durchaus über nachdenken, ob wir mal Technologie tauschen wollen. Die Keilformation würde ich dafür sogar rausrücken. Nee, magst du nicht. Dann nicht. So, Sommer 1739. Wir kriegen einen neuen Missionar sogar noch zugeteilt. Und zwar ist das der hier. Der gute Martin Dobitzhofer. Wir können mal gucken. Ach, wo sind unsere Jungs gerade im Einsatz? Die habe ich ja schon wieder völlig vergessen, dass die noch irgendwo in der Mache sind. Aber anscheinend sind sie sogar so in der Mache, dass sie noch gar nicht fertig sind. 30%, oh ja, das dauert hier sogar tatsächlich noch ein bisschen. Und hier seid ihr mittlerweile bei 38. Ja, okay, ihr dauert tatsächlich noch alle ein bisschen. So, erfolgreiche Spione, das ist doch gut zu hören. Baubericht, geteerte Straßen, top. Der Schlesinger hat eine Mätresse gefunden, schön für ihn. Neue Stadt entsteht in Rumänien, Skopje, also quasi Mazedonien. Und in Polen entsteht Białystok. Dementsprechend, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Wo ist denn das überhaupt? Wo liegt denn das? Ach, hier oben, da ganz hinten. Okay, interessant. Supidupi. Dann würde ich sagen, legen wir damit los mit dem, was wir sowieso machen wollten halt. Guck mal kurz gucken, die Armee ist ja auch soweit ready. Wir können mal auch schauen, was ist jetzt eigentlich mit den Osmanen da hinten. Geben die mittlerweile so ein bisschen Ruhe? Ne, minus 6 tatsächlich noch. Wir können ja aber tatsächlich das sogar ein bisschen mal in den Griff kriegen, wenn ich hier auch ein bisschen Geld reinstecken würde. Ja, dann baue ich hier nochmal ein Königsobservatorium und hier auch eine Gouverneurswürde auch mal rein. Um einfach hier demnächst mal vielleicht auch diese dritte Armee endlich mal ein bisschen loszukriegen von dem ganzen Stress. So, dann haben wir jetzt hier wieder unseren Agenten, den würde ich ganz gerne schon mal rüberschicken. Verfolge das Ziel. Oh, er wurde einfach jetzt umgelegt dabei, das ist natürlich auch sehr praktikabel. Dann können wir mit der Armee jetzt hier einmarschieren. Achso, ich kriege das nur als Verstärkungsarmee angerechnet, ja, dann ist das tatsächlich relativ easy. Können wir die Kapitulation anfragen? Ne, wollen sie nicht. Gut, da muss ich tatsächlich hier so rein. So, das Ding wird repariert. Hier wird tatsächlich jetzt auch nochmal die Armeen zufriedengestellt. So, zack. Oh, tatsächlich, Manu, du hast tatsächlich noch ein bisschen Fortschritte gemacht, mein Lieber. Und zwar in Depeschen erwähnt. Ja, gute Berichte gab es hier in der Presse für dich. Und bist sogar ein angreifender General geworden. Also hast tatsächlich noch ein bisschen was oben drauf bekommen. Wir können mal kurz gucken. Hier stehst du. Bist aber immer noch nur 3 Sterne. Finde ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen seltsam, weil du hast jetzt ja schon so viele Pluspunkte. Also einen 4. hätte man dir jetzt schon gönnen können. Naja, gut, okay, haben wir das mal geklärt. Wie gesagt, geldmäßig würde ich nur eine Infrastruktur einfach weiterbauen. Hier waren wir, glaube ich, noch fertig geworden. Dann geht's weiter hier. Oh, hier gibt es noch Kopfsteinpflaster. Und hier können wir die geteerten Straßen bauen. Wie sieht es in Istanbul aus? Hier ist aber tatsächlich auch schon Kopfsteinpflaster. Bulgarien. Ah, hier ist. So. Hier müssen wir auch Kopfsteinpflaster auch nochmal hinsetzen. Dann wird das dringend Zeit. Hier ist schon wieder okay. Und hier oben waren wir, glaube ich, auch okay gewesen. Ja, okay, dann lassen wir das.
so stehen, dann würde ich sagen, nächste Runde kümmern wir uns dann jetzt mal um einen Frieden gegen die Franzosen. Weil aus Mailand komme ich jetzt halt nicht so schnell raus und auch aus Ligurien komme ich jetzt nicht so schnell wahrscheinlich weg. Da wird man mir wohl kaum die Erlaubnis für geben, ne, minus 5. Ja, also jetzt sitzen wir tatsächlich auch selber so ein bisschen fest. Das heißt also auch dahingehend wird das Sinn machen, wenn wir da jetzt einen Frieden herkriegen. Du musst auch bedenken, dass in diesem Krieg unser Verbündeter Westfalen gefallen ist. Stimmt, das ist natürlich unser heiliges römisches Imperium hier. Aber ich habe gerade gesehen, dass sich gerade die Niederländer das geschnappt haben. Also von da ist das Thema auch schon wieder durch. Turin sieht so schutzlos aus. Ja, das ist auch richtig, aber wie gesagt, jetzt sind wir halt doch schon ein bisschen überdehnt. Wir wollen jetzt auch nicht hier, dass wir wieder Deutschland im Zweiten Weltkrieg machen und dann einfach keine Front mehr gehalten kriegen. Ich kenne es nicht anders. Die wollen immer, dass ich ein Buch über Kriegsführung schreibe für 2 weitere Sterne, aber ich gebe doch dem Feind keine Hilfe. Das sind die IQ-Plays. So, wir haben tatsächlich mal bei verbesserten Befestigungen in Österreich noch bekommen. Da können wir auch mal kurz drüber schauen. Umfangreiche Festungsanlagen kosten viel Geld und Arbeit. Ihre Errichtung ist wenig sinnvoll, wenn sie nicht ausreichend gewartet werden und für das zukünftige Überleben den Wohlstand der Stadt nicht vonnöten sind. Ist halt bei der Hauptstadt schon mal der Fall. Eine Mauer sorgt zwar für ein Gefühl der Sicherheit, kann allerdings nach einer schlechten Ernte keine hungrige Familie ernähren. Aus praktischen Gründen werden diese Befestigungen an Grenzen und um strategisch wichtige Städte errichtet, was hier der Fall ist. Die Verteidigungsanlagen werden nach neuesten militärischen Erkenntnissen mit eben solcher Sorgfalt angelegt wie rein militärische Festungsanlagen. Dies kann zu regionalen Problemen führen, wenn den Festungen oder dem benötigten freien Schussfeld erstklassiges Bauland zum Opfer fällt. Während langanhaltender Friedenszeiten müssen die Stadtväter der Versuchung widerstehen, die Todeszonen mit Häusern und Wirtschaftsbetrieben zu bebauen. Tja, so sieht's aus. Historisch betrachtet dominierten die Festungen des französischen Marschalls Vauban ihre Städte über Jahrhunderte. Die Verteidigungsanlagen von Straßburg sind typisch für seine Arbeit und stellten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ganz klar geografische Grenze dar. So, der Königliche Palast wurde jetzt hier nochmal in Brand gesteckt. Okay, das hat er anscheinend so gemacht. Mein Glückwunsch. Dankeschön. So, wo haben wir denn jetzt unsere 2 Spione eigentlich? Gehen wir mal ganz kurz eine Liste her. Agenten. Turin und Straßburg. Ach ja, Straßburg stand der andere. Ja, da können wir jetzt ja auch noch ein bisschen Unfug anrichten. Ah, schade. Oder auch nicht. So, das Ding ist wie gesagt ja kaputt. Das heißt, hier könnte ich sogar theoretisch noch weiter marschieren. Kann ich hier vielleicht noch was sabotieren? Sabotage, oh ja, 63%. Mist. Heute kein Glück. Gut, dann würde ich sagen, fragen wir jetzt mal nach dem Frieden gleich nach. Eigenschaften erhalten, guter Saboteur, du mich auch. Ohne Schamgefühl ist der, weil Franz Schmick, ach, den muss ich tatsächlich noch in die Uni wieder zurückbeordern. So, und da sind wir tatsächlich sogar in der nächsten Runde auch soweit. Da ist dann Feuer und Vorrücken fertig, sehr gut. Und wir haben Bulgarien noch mit Craiova eine neue Stadt theoretisch errichtet. Oder die wir jetzt halt errichten können. Gut, dann fragen wir jetzt mal den Franzosen nochmal nach und schauen mal, ob die jetzt tatsächlich mal gewillt sind, einen Frieden abzuschließen. Was möchtet ihr denn haben? 7 Bürgen seid ihr bei. Das sollte doch jetzt mit Geld abzugolten sein. Das ist jetzt deutlich weniger, als es vorhin bei Schlesien war. Wir beginnen mal mit 5.000. Gut, ist euch noch nicht passend genug. Machen wir 7.000 draus. Ich habe ja ein bisschen was jetzt in der Staatsschatulle liegen. Dann werdet ihr jetzt hier fürstlich entlohnt dafür, dass ihr mir 2 Provinzen abgegeben habt. Ah, immer noch nicht. Dann sagen wir 10.000. Und dann ist jetzt aber auch gut. Wild. 10.000. Kurz überlegen, Freunde, kurz überlegen. 10.000 Taler. Wie viel kriege ich aus 7 Bürgern an Steuern? 230. Wir nehmen mal einen Taschenrechner zur Hand. 10.000. Durch 230. Sind 43 Runden. Das hätten sie in 20 Jahren raus. Also. Wo Richtung 60er. Ne? Ja, Richtung 1760er. Das ist tatsächlich schon wild. Das muss ich sagen. Gut, da muss ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen was anderes einfallen lassen, wie ich den Kriegswert so weit gestellt kriege. Also 10.000 Taler bleiben wir bei. Was kann ich denn da jetzt noch an... Ach, hoppla. Weggeekst. Was kann ich denen anbieten noch? Den Karabiner finde ich auch noch okay.
Dann würde ich das so machen wollen. Wenn sie es jetzt nicht annehmen, muss ich wirklich noch nach Turin weitermarschieren. Aber darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Schwierig. Turin ist unser. Ah, mal gleich schauen. Wir gucken nochmal eben, ob der Karabiner dann hilft. Ah, okay, wir kommen uns doch jetzt nah. Tüllenbajonett Karkassen. 9.5 Friedensvertrag, Handelsabkommen. Es sind harte Bedingungen. Aber ich behalte alle Provinzen. Wir machen jetzt endlich den Frieden. Ich will ja schon so lange diesen Frieden haben. Das ist jetzt tatsächlich meins. Frieden! Unsere Handelsabkommen mit oben drauf. Super. Endlich. Guckt euch das an. Da stehen jetzt nur noch die Piraten da. Ah. Heißt, unsere gute Maria Anna hat jetzt tatsächlich, seitdem sie auf dem Thron ist, das sind jetzt gute 16 Jahre, glaube ich. Ich glaube, es sind 16 Jahre. Nur um ihren Thron gekämpft. Und jetzt darf sie ihn endlich behalten. Keiner, der ihn mehr streitig macht. Jawolla. So, und damit ist es ja endlich Ruhe im Laden. Gut, das lobe ich mir. So, dann können wir jetzt tatsächlich den Frieden ein bisschen genießen und anfangen mal ein bisschen was aufzubauen hier. Und können uns mal auch demnächst ein bisschen jetzt mit unserem Empire gleich wieder beschäftigen. Würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Runde. Jetzt machen wir die erstmal hier eben fertig. Was sind nochmal Zielprovinzen? Ich glaube, uns fehlt nur noch Brandenburg und Westpreußen. Ich glaube, Zielprovinzen sind Österreich, Ungarn, Warschau, Venedig, Istanbul. Ich meine, das ist so. So, katholischer Missionar. Hier wieder. Ja, wo bist du jetzt hin? 1, 2. Ach gut, dann kriegen wir sogar die 5 hier endlich voll. Ja, das trifft sich ja ganz gut. Sehr schön. Sind ja gerade dabei, noch hier alles katholisch zu machen. Kurz gucken. Ach nee, Moria waren die gar nicht gewesen. Bulgarien waren die noch gewesen. Hier ist mittlerweile sogar die Mehrheit katholisch, aber noch keine 50%. Das reicht mir noch nicht. Gut, 13.000 Taler. Nix, da können wir gleich ein bisschen was anfangen. So, Feuern und Vorrücken. Eine Taktik, die seine Einheit gestattet, mit einigen Teileinheiten vorzurücken, während andere Teileinheiten Feuerschutz bieten. Wenn Infanterieeinheiten diese Neuerung anwenden, rücken sie nicht als eine solide Masse vor, sondern teilen sie in kleine Gruppen auf, die dann abwechselnd jeweils für eine kleine Entfernung zurücklegen. So ist richtig. Wenn eine Gruppe stationär ist, lädt sie ihre Musketen und feuert sie auf den Feind ab, um ihn zu schikanieren und um ihren vorrückenden Kameraden Feuerschutz zu geben. Zwar rückt eine Einheit auf diese Weise langsamer vor, weil die einzelnen Kompanien immer wieder anhalten, um auf den Feind zu schießen, aber dieser Nachteil wird dadurch das konstante, wenn auch eingeschränkte Feuer, mehr als kompensiert. Manöver dieser Art erfordern sowohl von Offizieren als auch von den Mannschaften ein Höchstmaß an Loyalität und Kameradschaft, da jede vorrückende Gruppe vom Feuerschutz der gerade stationären Infanteristen abhängig ist. Darüber hinaus sind auch hohe Disziplin und Waffendrill nötig, damit die stationären Kompanien immer bereit sind, Speerfeuer zu schießen, wenn die anderen vorrücken. Bei ordnungsgemäßer Ausführung kann sich dies als eine vernichtende und effiziente Methode zur Annäherung an den Feind erweisen. Diese Taktik wird bis zum heutigen Tag angewendet und wird unter anderem als überschlagendes oder raupenartiges Vorgehen bezeichnet. Selbst moderne Panzereinheiten bewegen sich nach diesem Prinzip. Sehr schön. Ach Gott, und das Albertina-Museum steht tatsächlich. Die Albertina ist eine Sammlung von Antiquitäten und Objekten, die der Stolz Wiens sind. Das Palais wurde ursprünglich von Graf Emanuel Telles Silva Taruca, okay, auf einer der Festungen Wiens erbaut. Und dabei hat er wohl seinen Einfluss als Hofbaumeister ausgespielt, sonst wären die Wehranlagen wohl erhalten geblieben. Das Gebäude ging anschließend in den Besitz von Erzherzog Albert von Sachsen-Teschen über, den früheren Gouverneur der Niederlande. Dieser brachte seine umfangreiche Kunstantiquitätensammlung von Brüssel nach Wien und ließ das Palais erweitern, um sämtliche Stücke unterbringen zu können. Im Jahre 1776, das heißt von hier aus in 36 Jahren, wurde die Kollektion noch erweitert, als der österreichische Botschafter in Venedig, Giacomo Durazzo, ungefähr 1000 Kunstwerke stiftete, um diese sicher zu verwahren. Die Albertina, wie die Kunstsammlung und das Palais dann genannt wurden, überlebte sogar den Zusammenbruch der Habsburger Herrschaft im Jahre 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs sowie die Bombardierung des Zweiten Weltkriegs. Sie bleibt auch weiterhin als eines der großen Kunstmuseen, Europas. Sehr schön. Damit haben wir das Ding jetzt fertig. Wir können uns das mal eben kurz anschauen, was uns eigentlich diese Hofburg und dieses Kunstwerk-Ding da bringt. Die Hofburg bringt uns 1 Zufriedenheit in beiden Klassen, 5 Repressionen an Schauplatz, 15% Steuereinnahmen in dieser Provinz.
und stärkt das nationale Prestige. Und das Albertina-Tal plus 5 auf beide Klassen, plus Städtewohlstand und auch nationales Prestige. Sehr schön, sind es also, glaube ich, plus 10 hier noch. Das lässt sich durchaus lesen. Oh, Fraktion wurde tatsächlich vernichtet. Oh, das Mogulreich ist kaputt. Heieiei. Ja, das hatte sich schon angebahnt. In Indien gibt es einen Machtwechsel, meine Lieben. Tja, nur eine Fußnote in der Geschichte. Wir schauen mal ganz kurz rein und ihr seht es hier tatsächlich, das Marathenreich hat sich jetzt bis auf Mysore die gesamte indische, den gesamten indischen Einflussgebiet hier gesichert. Tja, dementsprechend jetzt also Indien voll in Hand der Marathen. Mit denen möchte man sich auf jeden Fall nicht verscherzen. So, neue Stadt entsteht noch, Florenz in Mittelitalien. Gut, okay, theoretisch gibt es schon ein bisschen länger. Das ist ein bisschen dumm, die jetzt entstehen zu lassen, aber das machen. Ist halt Game Mechanic. Dann wollten wir jetzt mal gucken, genau. Lass mal jetzt rein schauen. Also, Siegprinzen hat die recht gehabt. Wir brauchen noch Westpreußen und Brandenburg als zentrale Siegprovinzen. Zudem war noch was, Ostpreußen war noch wichtig gewesen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, aber alle aufgezählt. Ja, genau, Ostpreußen habe ich noch vergessen gehabt. Als zentrale Siegprovinz. Und insgesamt haben wir momentan 22 Provinzen, brauchen am Ende 30. Wenn wir noch einen gescheiten Krieg führen gegen Preußen, dann sind wir wahrscheinlich bei vielleicht 25 oder vielleicht können wir auch ganz vernichten und dann haben wir den Laden sowieso zu. Dann sind wir bei theoretisch 26 und ich plane dann ja noch immer, weil ich jetzt auch noch ja eigentlich in Russland nochmal zwei Provinzen haben möchte, dann bin ich vielleicht auch bei 28. Ja, 28 und dann können wir nochmal den Rest Siflaro in Italien holen hinten heraus. Dann sind wir bei 30, das wäre okay. Also so können wir theoretisch an die 30 kommen. Maratha, so sieht's aus. Okay, so, dann haben wir jetzt dementsprechend mal die Möglichkeit, uns endlich mal ein bisschen umzuschauen, beziehungsweise Prestige mal nochmal durchzusehen. Ja, also tatsächlich, die Maraden sind uns sogar überlegen. Also einen Prestige-Sieg hier in diesem Game zu erzielen, das ist tatsächlich nicht so einfach. Obwohl wir doch eine sehr, sehr schlagkräftige Armee haben, drei volle Armeen immerhin. Gut, wir können demnächst noch anfangen, eine Flotte aufzumachen, das dürfen uns hier auch noch ein paar Punkte geben. Aber sind die uns tatsächlich ein paar Pünktchen überlegen. Aber wir sind noch immer in die zweitmächtigste Nation jetzt und tatsächlich die mächtigste auf dem europäischen Kontinent. Uns zu stoppen wäre tatsächlich militärisch betrachtet nur möglich, wenn sich wahrscheinlich England gegen uns stellt. Oder halt dieses russisch-preußische Bündnis, das würde mit 200, na, wobei das würde uns, glaube ich, auch noch gelingen zu stoppen. Ja, also es wäre schon sehr schwer. Da müssen sie sich jetzt schon sehr stark zusammenraffen, uns militärisch jetzt die Einheit zu gebieten. So, für uns die Möglichkeit jetzt nochmal hier reinzugucken. Mittlerweile unser Empire umfasst jetzt 47,5 Millionen Einwohner. Das ist auch schon eine ganz schöne Zahl tatsächlich. Dafür, dass wir, glaube ich, vor dem Krieg bei ungefähr 30 Millionen waren, hat sich das jetzt doch schon stark gesteigert. Machen 12.000 die Runde, das ist auch sehr gut. Unser Bündnissystem seht ihr ja hier noch. Unser ganzen Handelspartner ist hier eine Riesenliste. Tatsächlich die Handelseinnahmen momentan genauso groß oder sogar ein ganz kleines Tacken größer als die Steuereinnahmen. Dementsprechend müssen wir gucken, dass wir da noch ein bisschen hinarbeiten, dass die Handelseinnahmen nicht ganz so sehr ins Gewicht fallen, falls die nächste Blockade mal wieder erscheint. Gut, so, dann geht es unser Infrastrukturbauprojekt weiter. Wir müssen noch die restlichen Städte mit Infrastruktur versorgen. Heißt, Moria kriegt als nächste eine Straße. Ihr seid bald fertig. Istanbul, Konstantinopel kriegt eine größere Straße. Serbien kriegt eine größere Straße. Und Siebenbürgen kriegt eine größere Straße. So, dann sind tatsächlich alle Gelder dann schon wieder so gut wie verbraten. Ein bisschen Kleingeld haben wir noch. Das würde ich dann ganz gerne sogar nochmal hier irgendwo reinstecken gehen. Da jetzt das ganz Frieden ist, würde ich sagen, können wir auch hier in Österreich gucken. Ja, gibt halt einen Unzufrieden, aber wir vorhin gesehen, wir sind bei plus 10, von daher können wir uns das hier auch erlauben, da mal einen noch einzusetzen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin für die Unterwerfung Preußens, die Eroberung des HRs. Ja, also wie gesagt, Preußen ist so das nächste, also wenn ich dann tatsächlich mich genügend erholt habe, hier alles wieder umrüsten und umsiedeln kann, wie ich lustig bin, dann ist Preußen tatsächlich die nächste Station. Wir werden dann die deutsche Frage mal zu unserem Gunsten lösen. Wir haben massiv aufgeholt, würde gerne jetzt Städte bauen, insbesondere Florenz. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erst dieses Infrastrukturprojekt und danach fangen wir an, die Städte auszubauen. Dann gibt es da ein bisschen was zu holen. Aber jetzt erstmal müssen wir, wie gesagt, diese Verwaltung des Reiches erstmal ein bisschen annehmen. Okay, optimierter Nachschub haben wir als nächstes. Dann würde ich aber mal kurz einen Schluck trinken eben, vorher, bevor wir da loslegen. Da die Armeen immer größer und komplexer werden, lässt sich die Versorgung bei militärischen Operationen kaum noch über längere Zeit mittels Jagd und Plünderung bewerkstelligen. Logisch. Der Nachschub muss auf formelles Fundament gestellt werden und besonders organisiert werden. Traditionell ist der Kommandeur jedes Regiments dafür verantwortlich, dass seine Männer angemessen gekleidet und beschut und mit Waffen und der Munition ausgerüstet sind, mit denen sie einen Feldzug überstehen.
Da jedoch die Armeen immer größer werden, beginnen die Offiziere tatsächlich damit, um die knappen Mittel zu wetteifern, was dazu führt, dass die Preise in die Höhe getrieben werden und dass die Profite der Skrupellosen und Nichtpatrioten steigen. Außerdem wird dadurch die zentralisierte Koordination und Verteilung der Vorräte für den Feldzug zu einem administrativen Durcheinander. Es stimmt zwar, dass es völlig egal ist, ob in einer Armee viele unterschiedliche Arten von Schuhen getragen werden, solange nur jedermann ein paar besitzt, aber etwas scheinbar Einfaches wie die einheitliche Kanonenkugel kann zu einem Problem werden, wenn es jedem Regimentskommandeur gestattet wird, seine eigenen Waffen zu organisieren und Auftrag zu geben. Im 18. Jahrhundert befassen sich die Armeeführungsstäbe in den unzähligen Ländern nicht nur damit, die Standards für den Drill und militärische Entwicklung festzulegen, sondern sie begannen auch damit, Ordnung in den Nachschub zu bringen. Die gesamte Angelegenheit wurde in vielen Ländern durch Korruption und Vetternwirtschaft einschließlich Bestechungsgelder und Provisionen erschwert. Es galt zwar als akzeptabel, bestimmte Geldbeträge Freunden zukommen zu lassen, aber dem Ganzen waren halt auch Grenzen gesetzt. Sehr schön. Damit also den optimierten Nachschub fertig. Supi. Können wir jetzt mal gucken. Okay, jetzt habe ich bald in einer Runde tatsächlich schon die Steinschlosskanone. Dann nehmen wir die auch noch eben mit. Und jetzt würde ich tatsächlich aber wieder ein bisschen wirtschaftlich forschen gehen. Ich glaube, der Puddelofen. Ja, minus Kosten für Adri plus Metallverarbeitungsindustrie. Ja, das klingt doch logisch. 6 Runden. Das klingt noch eine angemessene Zeit, um da was voranzutreiben. Gut. Und dann haben wir noch eine Eigenschaft. General der Armsessel. Christoph Luther. Der Gelehrte ist sicherlich mehr Tinten und Blut, Tinten als Blut verschmiert, aber kennt sich dennoch militärischen Angelegenheiten aus. Dieses Interesse hatte lange Zeit und Umfang, sich zu festigen. Kann nicht verloren gehen, nur verbessert werden. Sehr schön. So, und da haben wir tatsächlich die ersten Straßen, die soweit fertig sind. Das ist auch gut. So, 12.000 Taler, die müssen wir tatsächlich in die Bau der Heeresleitung stecken und auch in den Bau tatsächlich einer Artillerieakademie. Da werden es tatsächlich schon umfangreiche Mittel einfließen müssen, einfach weil wir jetzt gerade halt da diese Mittel für bekommen haben. So, dann schauen wir weiter. Wir waren jetzt hier in Bosnien gewesen. Was war denn das noch gewesen? Ach, Athen war das noch, ne? Genau, richtig. Und dann wäre Bulgarien die nächste Station hier unten. Der Rest passt ja soweit schon. Genau, Bulgarien ist dann das nächste. So, 2400 Taler haben wir sogar noch. Dann bauen wir hier nochmal als nächstes die Ackerländer aus. Da sich Manu ja Florenz noch gewünscht hatte, können wir das auch nochmal immer auf die Beine stellen. Dadurch, dass wir das Seminar haben, dürften wir eigentlich gut aufgestellt sein. Na, plus 3. Ich denke, da könnte noch eine Textilindustrie entstehen. Ja, ich glaube, das geht noch. Gut, sehr schön. So, dann gucken wir mal Konstantinopel rüber. Ich wollte mal wissen, wann ich diese Armee endlich da rauskriege, weil ich wollte ja mal irgendwann anfangen, umzurüsten. Minus 3. Ja, nach und nach, irgendwann vielleicht. So, dann jetzt hier. Habt ihr jetzt hier endlich dann... Ne, 3 Stück seid ihr jetzt hier. Und nicht die 4 voll. Ach, da ist der 4. Dann kriegen wir zumindest jetzt schon alle 4 in die eine Provinz gestellt. So, ihr seid bei 48, das ist auch okay. Und dann haben wir, glaube ich, für diese Runde auch schon wieder geschafft. Gut, meine Lieben. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, machen wir für diese Folge tatsächlich mal einen Cut rein. Ich hatte ja noch eine Folge gehabt, die ein bisschen länger ging, wegen der ganzen Schlachtengeschichte und so. Innerhalb dieses Streams, das heißt, dann würde ich sagen, schenken wir uns jetzt hier ein bisschen Zeit und setzen die dann nochmal in die andere Folge dann auch ein bisschen mit rein, dass ich noch eine weitere Folge zustande kriege. Und ja, schauen wir also beim nächsten Mal, haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was geleistet, dass also jetzt die Verwaltung des Reiches ein bisschen gedeiht und wir uns so langsamer vielleicht dann mal aufmachen können, uns Richtung Preußen zu bewegen und dort dann klar zu machen, lange sind wir nicht mehr Verbündete. Gut, dementsprechend also danke fürs dabei sein, ich wünsche euch einen schönen Tag, halt die Ohren steif, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.